Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Forhees 80 mit einem neuen Mediabook Unboxing Video für euch. Aber so ganz neu ist das Mediabook jetzt nicht, denn das Mediabook kam schon am 18.10.2018 heraus, also schon ein bisschen länger her. Und hier ist es auch drin. Und hier muss ich mich ganz herzlichst an lieben Fazio bedanken, der mir das Mediabook verkauft hat. Nochmal herzlichsten Dank an dich auch, lieber Fazio, auf meinen eigenen YouTube-Kanal. Auch diesen finde ich unten in der Videobeschreibung. Mal vorbeigucken, wird sich auf jeden Fall für euch lohnen. Und jetzt gucken wir uns da mal an, was denn da für ein schönes Mediabook drin ist. Und mal gucken, ob ich den Karton gut aufbekomme. Aber ich denke mal schon. Und hier ist es auch schon offen. Eins, zwei, oder auch nicht. Aber auf jeden Fall gut verpackt mit Klebefolie. So, machen wir auf. Ach, mein Daumen. Geht ein bisschen schwieriger. Aber deswegen heißt es ja auch hier Unboxing-Video. So, wir machen auf. Ja, jetzt machen wir also mit Gewalt auf, egal. Und hier ist auch verpackt. Rudi schläft weiter. So, und hier ist es auch schon. Also, ihr seht schon, super gut verpackt. Da kann eigentlich gar nichts schief gehen mehr. Und ich habe es von ihr abgekauft, weil er es zum Verkauf da gehabt hat. Und dann, komm, jetzt schlage ich mal zu. Dieser Film interessiert mich auch schon lange, aber mich nie weiter damit befasst. Und jetzt eben zu einem extrem guten Preis erhalten. Und zwar, es handelt sich um den Film The Warriors aus dem Jahre 1979. Regie für die Walter Hill. Und ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe diesen Film noch nicht gesehen. Also auch hier mal eine Erstsichtung. Und ja, es gibt auch noch ein weiteres Covermotiv. Und das schaut hier so aus. Ist das Cover-B-Motiv und das ist auf 500 Stück limitiert. Das hier ist das KVA-Motiv und ist auf 1000 Stück limitiert. Aber es ist von 84 Entertainment und wir haben hier leider keine Limitierungsnummer mehr drauf, weil es in diesem Paramount-Deal ist, wo auch eben schon Förder 13 mit dazugehört hat, wo eben auch keine Limitierungsnummern draufstehen. Sehr, sehr schade. Und diese beiden Mediabooks gibt es immer noch bei Bretz Media zu kaufen. Einfach mal vorbeigucken. Auch da unten der Kauflink unten in der Videobeschreibung. Aber wer gerne Hardboxen sammelt, auch da werdet ihr bedient. Auch diese beiden Motive, die ihr gesehen habt, gibt es auch jeweils in einer großen Hardbox. Die ist auf 50 Stück limitiert. Ein nächstes Mal haben wir noch. Und zwar hier ist auch nur der die Kinofassung enthalten, nicht der Director's Cut. Wo es auch noch gibt, habe ich jetzt mal zumindest mal gelesen. Den Director's Cut gibt es eigentlich nur in Großbritannien. Der erlaubt von 93 Minuten. Und hier haben wir eben dann auf Blu-ray die 93 Minuten. Aber wie gesagt, nur die Kinofassung war auf DVD, geht bis 89 Minuten. Habe auch da mal geguckt. Und die Kinofassung ging eben damals nur 89 Minuten. Ja. Im Neonlicht des Untergrunds von New York droht eine gigantische Schlacht. Oh, oh, oh. Die Armee der Nacht zählt 100.000 Mann, fünfmal mehr als die Polizei. Und heute Nacht jagen sie die Warriors. Eine Streetgang, zu Unrecht für schuldig erklärt, an dem Tod eines rivalisierenden Bandenführers. Okay, klingt schon mal sehr interessant. Und ja, hier mal das schöne Motiv. Wie gesagt, dieses KVA-Motiv in einem schönen Schriftzug drauf. The Warriors. Und hier haben wir eben dann die ganze Bande, kann man sagen. Und hier eben die Bandenanführer. Ein schönes, gezeichnetes Motiv. Und hier unten noch zwei Disc Limit Collector's Edition. Der Film war damals ab 18 freigegeben und auch auf Index gelandet. Jetzt ist der Film seit 2001 vom Index runter und ist jetzt ab 12 Jahren freigegeben. Also so schön wird es nicht mehr sein. Dann haben wir hier das Paramount-Logo, dann haben wir hier den Schriftzug. Wieder ein schönes Bild, wie man das auch von 84 Entertainment kennt. Und eben dann den obligatorischen Blutpunkt mit der Blu-ray-Disc drin. Und hier haben wir eben dann die Inhaltsbeschreibung zu dem Film. Könnt ihr gerne mal durchlesen hier. Ein Szenenbild und weitere Szenenbilder hier unten. Dann hier die Credits und hier die ganzen technischen Daten. Und ihr könnt auch schon den ganzen extra sehen. Das Booklet wurde geschrieben von Christoph N. Kellerbach. Also schon mal sehr interessant.
Und ja, würde mal sagen, wir gehen eben einfach mal in die Ego-Perspektive und gucken uns mal das Mediabook von innen an. Bis gleich. Jetzt sind wir noch fix in der Ego-Perspektive und hier nochmal das richtig schöne Motiv, wie ich finde. Schaut wirklich sehr schön aus, auch ein sehr schönes gezeichnetes Motiv. Und hier nochmal eben dann das Cover-Motiv nochmal ganz kurz. Hier nochmal dann das Bein. Hier gefällt mir der Übergang leider nicht ganz so. Hier sind wir auch quasi vom Anfang noch vom Cover-Motiv vorne noch zu sehen. Aber das ist auch hier mal auf hohem Niveau. Und hier mal die Rückseite. Und dann schlagen wir jetzt hier mal auf. Und wir haben hier einmal dann die Blu-ray-Disc. Das Ganze schaut hier so aus. Wie gesagt, ist ab 12 Jahren freigegeben. Bei Start war er ab 18 Jahren freigegeben und auch auf dem Index gelandet. Und hier haben wir ein Hintergrundmotiv wieder. Dann The Warriors in einem anderen Motiv. Und jetzt hier Warriors kommt raus und spielt Walter Hills zeitloser Gang-Klassiker. Vielleicht haben wir doch mal gesehen. Ich kann es euch echt nicht sagen. Eventuell, wenn ich ihn schon gesehen habe, ich glaube, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Aber wird auf jeden Fall jetzt nachgeholt. Und bin ich auf den Film schon sehr gespannt. Und hier wieder ein obligatorisches Booklet von 84 Entertainment, Bild und Text immer im Wechsel, was aber auch sehr gut rüberkommt. Und auch wieder sehr viel Text von Christopher Kellerbach geschrieben. Und jetzt hier sind wir auch gleich auf der letzten Seite noch angelangt. Und ja, schaut doch schon mal ganz gut aus. Hier nochmal dann die DVD-Version. Und diese schaut so aus. Ein Hintergrundmotiv haben wir auch noch. Und auch hier ein schönes zusammenhängendes Bild. Und ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und damit gehen wir mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook zu The Warriors. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf diesen Film. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, wie ihr diesen Film findet. Aber bitte nicht spoilern, ich möchte ihn gerne angucken und ihn genießen. Und nach auch das Booklet noch durchlesen. Bin schon gespannt, was da Schönes drin steht. Und ja, das war, wie gesagt, das Mediabook zu The Warriors. Und mein herzliches Dank an Fazion. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Du weißt ja, ich und dein Name, das kommt nicht gut. Und ja, wer es noch kaufen möchte, einfach mal bei Bretz Media vorbeigucken. Wie gesagt, dort gibt es auch alle beide Kaffeemotive noch und auch noch die eine Hardbox, die weiße. Diese Version ist schon ausverkauft, aber aus all dem, wer diesen Film sehen möchte, auch da mal zuschlagen. Und ja, das war's von mir von dem Unboxing wieder zu The Warriors. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss mit Ö und Peace.